Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es ein Favoritenvideo. Ich habe die letzten Monate Bücher gelesen, Apps ausprobiert, Essenssachen probiert und einfach ja, Dinge, die ich euch gerne empfehlen würde. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal ein Favoritenvideo auf meinem YouTube-Kanal gedreht habe. Wenn, dann ist es sehr lange her. Und ja, ich sitze gerade in meinem neuen Zimmer, in Anführungsstrichen. Eventuell kennt ihr das schon aus anderen Videos, aber hier hat eigentlich meine Schwester jetzt die letzten Monate gelebt und sie ist jetzt ausgezogen und der Stuhl dreht sich von alleine. Das ist ja ein bisschen dumm. Okay, auf jeden Fall habe ich das Zimmer jetzt wieder und ja, ich freue mich voll. Ich muss es heute noch ein bisschen einrichten. Hier steht noch überall Ronas Kram und ja, das muss ich mir jetzt ein bisschen häuslicher einrichten. Ich sitze auch gerade vor einem Fenster und habe noch eine Lampe aufgestellt. Ich hoffe, das geht so alles von den Lichtverhältnissen her. Ich würde sagen, wir fangen an mit Buchempfehlungen. Und zwar lese ich gerade, jetzt muss ich einmal gucken, welches das aktuelle ist. Ich lese gerade Die Frequenz des Todes von Vincent Cliche und nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Und ich liebe spannende Bücher, ne? Aber Sebastian Fitzek ist manchmal sehr brutal. Als ich im Krankenhaus lag, hat mir eine Freundin ein anderes Buch von ihm vorbeigebracht. Das hieß Das Geschenk. Und das war so viel Mord und Totschlag und schlimme Dinge, die da passiert sind, dass mich das irgendwie in eine schlechte Stimmung gebracht hat. Und bei diesen Büchern, also jetzt bei dieser Auris-Reihe, das war das erste, was ich gelesen habe und das ist jetzt der zweite Teil, ist das besser. Also es ist natürlich auch ein bisschen Brutalität drin, aber es ist eher packend, spannend, du fieberst mit, wie wird sich jetzt der Fall entwickeln, werden die es noch schaffen oder nicht und wer ist der Täter jetzt und ja, wenn ihr nach einem Thriller bzw. etwas Spannendem sucht, was nicht ganz so blutrünstig ist, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Also wie gesagt, Auris ist der erste Teil und dann Die Frequenz des Todes baut darauf auf. Ich glaube, ihr könntet das theoretisch auch unabhängig von dem lesen, aber ja, ich finde es gut. Fangt einfach mit dem an. Ein anderes Buch, was ich von ihm gelesen habe, ist Der Insasse. Das fand ich auch extrem spannend und ja, habe es sehr geliebt. Also große Leseempfehlung von mir. Machen wir weiter mit etwas zu essen und wer mir auf Instagram folgt, der wird das schon ein paar Mal in meiner Story gesehen haben. Ich werde hier auch gleich Bilder einblenden von ja, Frühstücksinspiration, wo ich das gegessen habe. Und zwar geht es um My Fruits. Die habe ich euch auch schon ein paar What I Eat in a Days gezeigt, aber ohne Witz, ich bin so begeistert davon. Die haben Müslis und gefriergetrocknete Früchte und das ist deren neue Sorte. Das ist Tropical Taste, also Früchtemix. Und ich habe das gestern bekommen. Und ich habe das letzte Woche zugeschickt bekommen. Und es ist einfach fast leer. Es ist so unfassbar lecker. Und das sind einfach nur, ja, gefriergetrocknete Früchte. Kein Öl, kein Zucker, nichts. Und das schmeckt einfach so crunchy, so süß und so lecker. Und ja, die haben mir das einmal halt kostenlos zugeschickt. Und da war ich so begeistert von denen, dass ich die angeschrieben habe, so, hey, wenn ich nochmal Werbung für euch mache, könnt ihr mir vielleicht noch was zuschicken? Und die waren so nett und haben es halt nochmal gemacht. Oder das zum Beispiel essen meine Schwester und ich auch fast täglich. Das ist einfach so ein Beerenfrüchte-Mix. Und das kannst du dir aufs warme Porridge machen oder ins kalte Müsli. Und ja, schmeckt einfach sehr lecker und ich kann es sehr empfehlen. Und das Gute an denen finde ich eben, dass das nicht so überteuert ist. Also es gibt ja andere Anbieter, wo ihr so Großpackungen kauft und wo das dann mal easy 20, 30 Euro kostet. Und ich denke mir so, ich weiß ja nicht mal, ob ich das mag. Und keine Ahnung, die Größen sind perfekt, es ist nicht so teuer. Und ich glaube, ich habe einen Rabattcode für euch. Allgemein, glaube ich, werde ich die ganze Zeit im Video Werbung hier stehen haben, weil ich euch einfach Produkte zeige. Aber ich bekomme hierfür kein Geld. Also das ist meine ehrliche Meinung. Und ja, falls sie mir das irgendwann nicht mehr zuschicken, ich würde es mir wahrscheinlich selber kaufen, aber bitte schick mir das weiterhin zu, weil ich würde mich sehr freuen. Bleiben wir einfach mal gleich beim Thema Essen. Ich habe eine Box von Trend Raider zugeschickt bekommen. Und ich habe diese Box schon des Öfteren bei Anna Whispers gesehen. Das ist eine Frau, die ASMR-Videos macht. Und ich liebe ihre ASMR-Videos. Und jedes Mal, wenn ich eine Box zugeschickt bekomme, tappe ich darauf immer und denke, oh mein Gott, ich könnte so ein gutes ASMR-Video machen. Aber ja, irgendwie,
ich habe keine Zeit und irgendwie finde ich es dann doch ein bisschen cringe, ASMR-Videos zu machen, aber who knows, vielleicht irgendwann werde ich mal wieder meinen ASMR-Kanal zum Leben erwecken. Ja. Ich zeige euch mal den Inhalt von dieser Trendradar-Box. Für die, die es nicht wissen, es ist eine nachhaltige Box, die gibt es in vegan, aber auch in vegetarisch oder ich glaube mit Fleisch, I don't know. Auf jeden Fall habe ich natürlich die vegane Variante bestellt und das ja, könnt ihr entweder Freunden verschenken, wenn ihr keinen Bock habt, bei DM so einen kleinen Geburtstagskorb zusammenzusuchen, sondern na, kauft ihr einfach so eine Box und wisst, da sind nachhaltige und geile Dinge drin und sie wird sich einfach mega darüber freuen. Oder einfach für euch monatlich, ich glaube, das ist monatlich. Genau, ist das so eine Box, die ihr dann zugeschickt bekommt und ja, dann bekommt ihr einfach sehr coole Dinge. Und ich zeige euch mal, was hier zum Beispiel enthalten ist. Ich habe ein Granola zugeschickt bekommen, welches vegan ist und mit Kakao und Sauerkirsche. Das habe ich selbstverständlich schon für euch getestet und für gut empfunden. Also sehr lecker. Außerdem waren in dieser Box Quinoa-Cracker mit Turmeric und Cumin. Die sind glutenfrei und die haben meine Schwester und ich probiert und haben sie ebenfalls als lecker empfunden. Dann sind hier auch ganz oft Beauty-Produkte drin, die natürlich auch alle nachhaltig sind. Und hier haben wir zum Beispiel einen Toner-Spray. Also ich glaube, einen Toner macht man sich ja aufs Gesicht, bevor man genau Make-up und so rauf macht. Also einmal hier einen Toner. Dann ist hier ein veganes April-Lotion-Spray und das finde ich extrem gut, denn ich werde am Donnerstag nach Mallorca fliegen und ich bin einfach eine Person, ich werde super schnell rot, ich bekomme super schnell einen Sonnenbrand. April-Lotion kann ich daher immer gebrauchen. Dann ist ja außerdem eine intensive Feuchtigkeitsmaske drin gewesen. Die ist frei von Mikroplastik, Paraben, Mineralöl und made in Germany. Also wie ihr seht, mit dieser Box könnt ihr nichts falsch machen, ihr unterstützt nichts Negatives. Hier sind zum Beispiel auch Zuckerröhrchen, also Strohhalme aus Zuckerrohr. Dann haben wir hier einen Lipstick Coconut, Mango Coconut Aloe Vera. Ich meine, du brauchst immer Feuchtigkeitspflege für deine Lippen. Eine Kette ist hier außerdem drin, die finde ich auch sehr schön. Die ist so leicht spirituell angehaucht, finde ich. Und als die Box auch ankam, ne, das war wie Weihnachten. Ich mache das auf und denke mir so, oh geil, das kann ich gebrauchen und das kann ich gebrauchen. Dann ist hier auch ein Getränk drin. Tigerwurzelextrakt. Ich weiß nicht, ob das sowas wie, oh, koffeinhaltiges Meerfruchterfrischungsgetränk. Aha, also das ist so ein Red Bull-Ersatz, nur in vegan und bio und gut wahrscheinlich. Die Verpackung finde ich auch sehr ansprechend. Und jetzt überlegt euch mal, wenn ich jetzt einen ASMR-Kanal hätte, ne? Ich könnte so ein gutes Video machen. Dann war hier außerdem noch ein Nagellack drin in einer sehr schönen Farbe. Den werde ich auch bald benutzen und der ist auch vegan. Und ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon mal einen veganen Nagellack besessen habe. Kommen wir zu den letzten drei Dingen, die hier drin waren. Und zwar einmal ein Mehrwegbecher, der kompostierbar ist, made in Germany, vegan, geeignet für die Spülmaschine, wiederverwendbar. Also wenn man jetzt campen geht oder sowas, dann ja, wäre sowas halt perfekt, weil das nachhaltig ist und weil man den immer wieder verwenden kann und den nicht wegschmeißen muss. Dann sind hier Beefood Wraps Wachstücher. Hier kann man Sandwiches einwickeln, Lebensmittel frisch halten oder Schalen abdecken. Ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn man Frischhaltefolie verwendet, dann zieht man ja immer was ab, legt das auf einen Salat drauf und muss es danach immer wegschmeißen und das könnt ihr eben wiederverwenden und ohne Witz, ich hätte mir sowas wahrscheinlich nie freiwillig gekauft, aber dadurch, dass es in der Box ist, denke ich mir jetzt so, krass, das macht so viel Sinn und ja, wenn die irgendwann nicht mehr gehen, weil die zu oft verwendet wurden oder keine Ahnung was, werde ich mir sowas auf jeden Fall nachkaufen, weil es halt einfach nachhaltig ist. Und zu guter Letzt haben wir ein Rezepte-Set für Reiniger und Waschmittel. 10 Rezepte sogar, krass. Ja, auf jeden Fall kann man der Umwelt ja auch was Gutes tun, indem man einfach nachhaltige Reinigungsmittel verwendet. Ich wohne noch bei meinem Papa und wir haben noch sehr viele Putzmittel hier, aber wenn ich dann irgendwann in einer eigenen Wohnung wohne oder in einer WG, werde ich mich definitiv mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, denn es gibt noch sehr viel, über das ich lernen kann. Also vielen Dank Trendradar für diese Box. Ich kann sie sehr empfehlen und
Ja, vielleicht schaut ihr auch mal bei denen vorbei. Kommen wir nun zu meiner Lieblingsklamottenmarke, wenn es jetzt um schicke Kleidung geht. Chicel, ihr habt es schon oft bei mir gesehen. Ich durfte mir wieder vier Kleidungsstücke aussuchen und werde die euch hier einblenden. Ich habe einmal einen Sport-BH mir ausgesucht, denn ich finde den sehr schlicht, sehr passend. Ich fand die Farbe gut, kann man zu sehr vielem kombinieren, weil ich ja meistens eher graue oder schwarze Sportleggings anziehe. Dann habe ich mir ein fliederfarbenes, hautenges Kleid ausgesucht, für das ich schon sehr viele Komplimente bekommen habe. Das werde ich am Donnerstag auch mit nach Mallorca nehmen und damit wahrscheinlich ein paar Bilder shooten. Das wird nämlich eine Shootingreise sein. Und wie immer habe ich auch einen Rabattcode für euch, an dem ich, by the way, nichts verdiene. Also ich habe diese Klamotten umsonst zugeschickt bekommen und bekomme jetzt kein Geld dafür, dass ich die euch zeige. Und auch der Rabattcode ist nur für euch. Ihr könnt mit Kata July, ich werde den hier hinschreiben, 20% sparen, was eine Menge ist. Ja, dann haben wir noch dieses Oberteil. Das ist so eine Art Top. Es ist nicht so richtig Bralette, aber man zieht darunter, glaube ich, kein BH an, beziehungsweise ich würde jetzt keinen darunter anziehen. Und der Stoff ist mega schön, es ist süß, es ist minimalistisch, cute. Und ja, ich finde es einfach voll schön. Und das letzte Teil habe ich tatsächlich an, aber ich habe es euch auch abgefilmt, wie das an mir angezogen aussieht. Und damit möchte ich zu meiner Oma gehen. Und zwar ist das eigentlich ein langes T-Shirt, aber ich möchte das gerne gecroppt haben, so unter meine Brüste. Und ich glaube, dass das voll schön aussehen würde, weil ich mag den Stoff, ich mag die Farbe, ich mag den Spruch, der da drauf steht. Da steht "You're my favorite distraction". Und ja, das sind die Sachen, die ich von Chiquelle zugeschickt bekommen habe, und das ist eine schwedische Modemarke, die in Europa produziert, und ich bin einfach mega dankbar, dass die seit Monaten schon mit mir kooperieren und ich deshalb nicht wirklich Klamotten einkaufen muss, sondern ja, die mir was zuschicken, und dafür bedanke ich mich und bin sehr froh, dass ich euch ja vielleicht damit auch inspirieren kann und ihr ein bisschen Geld sparen könnt. Solltet ihr auf der Suche sein nach einem neuen Sportoutfit, dann kann ich euch Stronger empfehlen. Das ist ebenfalls eine schwedische Modemarke, die nur Sportklamotten haben. Und die haben mir dieses Sportoutfit zugeschickt. Damit hatte ich auch schon Fotoshooting. Vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen. Ich werde euch wahrscheinlich auch wieder Bilder einblenden. Und ich wollte halt schon sehr lange so eine Bikershorts haben und habe mir dann so eine schwarze Bikershorts ausgesucht und einen olivfarbenen Sport-BH. Und das hatte ich schon tausendmal an. Und die Farben sind immer noch gut. Vor allem das Schwarz ist noch sehr dunkel. Der Stoff ist 100% blickdicht. Da sieht ihr gar nichts durch. Und ja, das habe ich einfach zum Laufen an, zu meinen Yogastunden. Und ich weiß nicht, wie lange der Code noch gültig ist. Bei Chiquelle zum Beispiel ist das, glaube ich, nur im Juli. Also falls ihr da was bestellen wollt, dann müsst ihr jetzt schnell sein. Ich konnte das Video leider nicht früher abdrehen, weil ich im Urlaub war. Und auch mit Stronger bin ich mir nicht sicher, wie lange der Code gilt. Ja, probiert es einfach aus, falls ihr Interesse habt. Ich finde die Klamotten, die Sportklamotten von denen einfach mega schön. Die sind qualitativ hochwertig. Und ja, ich mag einfach sowas, wenn das in Europa produziert ist. Gerade in Skandinavien achten die immer sehr auf die Standards. Und dann kann man einfach mit gutem Gefühl da einkaufen gehen. Und ja, das finde ich sehr cool. Als letztes möchte ich euch noch zwei Hautpflegeprodukte empfehlen. Und zwar einmal so Abschminktücher. Und zwar relativ besondere Abschminktücher. Die sind von Filabe und die sind vegan. Und das Besondere dabei ist, dass das Mikrofasertücher sind. Also festere Tücher aus so einer Art Stoff. Und diese Mikrofasertücher beinhalten nur pflanzliche Stoffe und auch nicht 100 Millionen verschiedener Stoffe, sondern explizit ausgewählte. Und ihr macht das Tuch einfach nur unter Wasser und könnt damit dann euer Gesicht reinigen. Und das nimmt wirklich das ganze Make-up ab. Also bei Mascara nehme ich meistens ein bisschen Seife noch oder ja, einfach für Mascara andere Sachen. Aber alles, was hier im Gesicht ist, das schafft dieses Tuch, ein einziges Tuch. Und damit massiere ich einfach mein Gesicht ein bisschen ein und es reinigt es einfach komplett. Diejenigen, die sowieso eine empfindliche Haut haben und auch auf eine vegane Variante zurückgreifen möchten, die auch noch nachhaltig ist, dann kann ich das eben sehr empfehlen. Das kommt jetzt zum Beispiel aus der Schweiz
Und wenn ihr euch andere Abschminktücher anguckt, dann sind da so viele Öle drin und Duftstoffe und eigentlich ja, belastet ihr eure Haut nur damit, indem ihr eben noch mehr Stoffe und andere Dinge in euer Gesicht tut. Und dieses Produkt kommt eben nur mit pflanzlichen Mitteln aus. Für meinen Hauttyp habe ich jetzt Balance Skin genommen, aber die haben, glaube ich, noch eine andere Richtung für Hauttypen, die eher zu einer Mischhaut neigen. Und ja, also wie gesagt, das kann ich auch sehr empfehlen. Ich hatte das jetzt schon in Berlin mit, ich hatte das auf Fuerteventura mit, weil es ja auch einfach leicht ist, ne? Es sind einfach Mikrofasertücher, die nicht in irgendwas getränkt sind und reinigt das Gesicht eben komplett. Zu guter Letzt möchte ich euch noch eine Hautpflege vorstellen von Oliveda. Vielleicht habt ihr die Marke schon mal auf Instagram gesehen. Bei denen ist das Besondere, dass die auf den Extrakt des Olivenbaums zurückgreifen. Schwieriger Satz. Und ja, auch vegan sind, nachhaltig. Und ja, diese Creme ist eben aus Glas, wie ihr das vielleicht auch spürt. Das finde ich halt auch gut, weil ich davor mal eine aus komplett Plastik hatte von Alnatura. Die fand ich zwar auch gut, aber ich muss sagen, die zieht tatsächlich noch schneller mein Gesicht ein und versorgt das noch mehr mit Feuchtigkeit, weil ich auch zu einem ja teilweise eher trockenem Gesicht neige. Und ja, ich habe da auch noch eine Augencreme zugeschickt bekommen und so ein Gesichtsöl, aber meine Mutter macht immer Auge, wenn ich was zugeschickt bekomme. Und ich dachte so, come on, Mama, nimm's mit. Dann habe ich sie letztens auch gefragt, ob sie zufrieden mit den Produkten ist. Und dann meint sie halt, sie ist mega zufrieden und benutzt das jeden Tag. Und ja, eventuell werde ich mir dann auch mal von meinem eigenen Geld die Augencreme kaufen. Ich hatte da auch einen Rabattcode, aber ich weiß auch nicht, ob der noch gültig ist. Falls er noch gültig ist, schreibe ich euch den hin. Falls nicht, dann ist es leider schon vorbei. Aber ich wollte einfach mal meine ehrliche Meinung zu dieser Creme sagen. Falls ihr die schon mal bei irgendwelchen Bloggern oder sonst wo gesehen habt, also die ist wirklich empfehlenswert und ja, tut meiner Haut wirklich Gutes. Zu aller guter Letzt möchte ich euch noch eine App empfehlen, die ich euch auch schon in meinem Vlog genannt habe. Und zwar ist das Too Good To Go. Gerade wenn ihr in einer Großstadt lebt, könnt ihr extrem geile Sachen damit bekommen. Ihr könnt Lebensmittel nämlich vor dem Müll retten. Und das habe ich schon mehrmals ausprobiert. Hatte bisher nur eine schlechte Erfahrung. Aber das lag auch daran, dass ich einfach vegan bin oder mich vegan ernähre. Und zwar habe ich bei der Campus Suite was bestellt und da habe ich halt nur Käsebrötchen und einen Salat mit Käse bekommen und irgendwie noch ein Mozzarella-Sandwich und damit konnte ich halt wenig anfangen und habe das dann einem Freund gegeben. Aber ansonsten habe ich da sehr geile Dinge abgestaubt und ja, also falls ihr Lebensmittel vor dem Müll retten wollt, ein bisschen Geld sparen wollt, kann ich euch das sehr empfehlen. Ich bin sehr froh, dass es sowas gibt. Und ich habe auch gesehen, dass die in Flensburg jetzt von Pizza Universes anbieten und dass man sich dann auch vegetarische Snacks da bestellen kann. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Ich werde das gleich alles schneiden und dann zu meinen Großeltern fahren und das Video hochladen. Ich habe leider immer noch kein gutes WLAN zu Hause. Und deswegen, ja, muss ich das immer irgendwo anders hochladen. Aber egal. Meine Oma und Opa freuen sich auch immer sehr über Besuch und ich freue mich auch, wenn ich die wiedersehe. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr vielleicht ein bisschen inspiriert worden seid. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, dass ich hierfür kein Geld bekomme. Es ist alles meine ehrliche Meinung. Es sind Produkte, die ich wirklich benutze, über die ich mich sehr gefreut habe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich schaue auch mal, dass ich demnächst wieder eine Podcast-Folge aufnehme. Ist natürlich doof, wenn man immer so viel unterwegs ist. Wie gesagt, ich fliege jetzt noch einmal nach Mallorca für eine Shootingreise. Und dann soll ich noch einmal nach Berlin, weil ich dann Vorstellungsgespräche in so einer Agentur habe. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich so einen Job für Bumble gehabt und BuzzFeed. Und ich liebe das ja einfach vor der Kamera zu stehen. Und ich würde so gerne mehr vor der Kamera stehen, auch in Sachen Schauspielerei oder einfach so Werbesachen. Und ja, mal schauen, ob da irgendwas draus wird. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie immer natürlich. Und yes, falls es irgendwelche Updates gibt, ihr bekommt auf den Social Media Plattformen Bescheid. Peace out.